Als nächstes hören wir Wolfgang Pfannkuch mit einer kulturpolitischen Lesung und einen Beitrag der Attac-Regionalgruppe Kassel. Also umgedreht, weil Wolfgang Pfannkuch ist noch nicht da. Den bitte ich mal zur Bühne. Du bist dran. Ja, ne? Bitte. Am besten sitzen, oder? Ja, meine Lieben, ich bin's wirklich. Ich bin Teletip. Ich bin der Klon von Zeta und der Klon von Tisa. Ihr kennt mich nicht. Und das ist gut so. Denn je weniger man von mir weiß, desto besser. Öffentlichkeit schadet nur. Viele Köche verderben nämlich den Brei. Und was für einen Brei! Da wird ein Jahrhundertwerk angerührt für Konzerne in USA und Europa. Unternehmensverbände und Lobbyisten, ja, die sind bei den Beratungen willkommen. Sie können die Papiere einsehen und Wünsche äußern. Aber Verbraucher, Umweltschutzverbände oder Gewerkschaften, die sind dabei entbehrlich. Und gar Parlamentarier, die dürfen ganz zum Schluss den Vertrag abnicken. Ja oder nein? Hopp oder top? Ja, meine Lieben, es geht doch nicht um Chlorhähnchen. Das ist ja nur ein Köder. Wir schmeißen es aus dem Vertrag heraus und stopfen den Kritikern damit das Maul. Vielleicht lassen wir auch den Kulturfritzen ihre Spielwiese. Die machen ja sowieso immer nur Brei. Und das Kapitel mit den Finanzdienstleistungen, na, das schieben wir halt mal auf die lange Bank. Mit einem Mini-TTIP, über das manche schon nachdenken, könnten wir fürs Erste ganz gut leben. Und nach setzen wir dann alles andere schon auch noch durch. Meine Lieben, was wir planen, das ist der Durchmarsch. Das heißt, schon lang bevor neue Gesetze auf den Tisch kommen, wird geprüft, ob sie den Handel behindern. Regulatorische Kooperation, so nennen wir das, wenn unsere Experten bei der Formulierung von Gesetzen behilflich sind. Wir sind zwar nicht gewählt und nicht rechenschaftspflichtig, aber was ist schon demokratisch? Politikern fehlt ja sowieso der Sachverstand. Wir werden schon immer die für uns profitabelste Lösung finden. Das ist transatlantische Beutegemeinschaft. Ha, 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 ha
Ja, meine Lieben, und noch was. Unsere Wunderwaffe ist das Recht ausländischer Investoren gegen den Staat zu klagen. Auf entgangene Gewinne nämlich. Nationale Gerichte sind dabei so lästig wie Kloflügen. Unabhängige Richter, Öffentlichkeit, Berufungen. Lästig. Die Schiedsstelle für Investorenklagen dagegen, die sind bestückt mit hochbezahlten, versierten Rechtsanwälten. Nicht öffentlich. Aber dafür ihre Entscheidungen endgültig. Basta! Das hat sich bestens bewährt. Nur ein Drittel der Verfahren verlieren wir. Bei den anderen blecht der Staat. Was natürlich heißt, ihr, die Steuerzahler, ist doch klar. Da geht es um Millionen, ja um Milliarden. Und da zieht der Staat künftig allemal eher den Schwanz ein, als Gesetze zuzulassen, die an unsere Profite gehen. Ja, meine Lieben, Freihandelsabkommen sind eben schwer in Mode. Vor allem mit wirtschaftlich schwachen Ländern. Kolonialisierung, das war voriges Jahrhundert. Unabhängigkeit von Staaten, dass ich nicht lache. TTIP, CETA und TISA, das wird weltweit Maßstäbe setzen. Und last not least, immer schön geheim verhandeln. Wer kannte schon CETA? Der investorenfreundlichste Vertrag, den eine kanadische Regierung jemals ausgehandelt hat. Und wer kennt schon TISA? Das Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen, immerhin 70% des Bruttosozialprodukts. Das haben wir ja auch noch in der Mache. Bereits privatisierte Kliniken, Wasserwerke, Stadtwerke und Bildungseinrichtungen dürfen nie mehr in öffentliche Hand zurück. Einmal weg, immer weg, basta. Und darum sage ich euch, vertraut Gabriel, vertraut Merkel, vertraut der EU-Kommission. Sie werden das schon richtig machen. Denn was für den freien Markt gut ist, was für Investoren gut ist, ist doch auch gut für Menschen. Oder? Ich rieche Geld. Richtig fettes Geld. Höchste Zeit, dass wir selbst die Regierungsgeschäfte übernehmen.